Hey zusammen, Corona hat uns derzeit alle fest im Griff. Ich hoffe, es geht euch den Umständen entsprechend trotzdem gut. Ihr seid gesund und vor allen Dingen hoffe ich, ihr bleibt zu Hause. Das A und O, um die Virusverbreitung zu verlangsamen, ist neben dem Zuhausebleiben natürlich auch die Hygiene und vor allen Dingen die Handhygiene. Ich habe mir sogar im Zuge dessen meine Fingernägel ganz, ganz kurz gemacht. Denn was viele nicht wissen, ist, dass unter langen und oder künstlichen Nägeln Viren und Bakterien sich besonders wohlfühlen und ansiedeln können. Zusätzlich dazu wasche ich mir natürlich ganz, ganz oft die Hände im Moment, also mindestens 20 Sekunden lang mit anschließender Desinfektion. Leider habe ich es damit ein bisschen übertrieben und weil ich generell dazu neige, hatte ich dann schon nach wenigen Tagen ein dickes rotes Ekzem an den Händen. Da habe ich dann mit einer Freundin drüber gesprochen und sie meinte, bei ihr ist es genauso, ihre Hände sehen auch schon so aus. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es ein Thema, was momentan viele beschäftigt. Und mir ist eingefallen, dass ich eine super Lösung für dieses Problem auf Lager habe. Und zwar eine Lösung, die mir bereits in meinem Kosmetologiestudium von einem Dermatologieprofessor empfohlen worden ist. Und zwar geht es um diese spezielle Handcreme hier, dass man sich die Hände nach exzessivem Händewaschen eincremen sollte. Darauf seid ihr wahrscheinlich auch schon gekommen. Aber keine Sorge, mein Tipp ist wirklich nochmal ein Level über dem normalen Eincremen, denn es ist eine ganz spezielle Handcreme. Denn diese Creme wurde eigentlich speziell fürs Friseurhandwerk entwickelt, da die Friseure und Friseurinnen ganz besonders mit aggressiven Substanzen und viel Wasser in Berührung kommen. Das Besondere an dieser Creme ist nämlich die Schutzmembran, die sie bildet. Nach dem Auftragen bildet sich nämlich nach kurzer Zeit schon ein Schutzfilm aus Bienenwachs und Lipiden um die Hände. Und das muss man sich vorstellen wie so ein Regenmantel. Ich habe mir die dann super schnell bestellt, als ich das entdeckt habe mit dem Ekzem. Und seit ich die benutze, Leute, sind meine Hände super weich, gepflegt. Es ist kein Ekzem mehr da. Und das, obwohl ich sie genauso oft wasche wie vorher und auch desinfiziere. Ich liebe diese Creme und es ist sogar in klinischen Tests nachgewiesen, dass sie Hautschäden bis ums Dreifache reduziert. Ganz wichtig beim Auftragen der Creme ist, dass man nicht zu viel nimmt. Nur so eine erbsengroße Portion, sage ich mal, damit sich diese Membran ausbilden kann, damit das austrocknen kann. Danach hat man ganz kurz so ein stumpfes Gefühl auf der Haut. Da denkt man erstmal, oh nein, was ist das für eine Creme? Aber das geht super schnell weg, verspreche ich euch. Die gibt es einmal in so einer kleinen Größe und in so einer großen Größe. Ich habe mir direkt beide bestellt und noch die passende Seife dazu, damit ich wirklich abgedeckt bin bis zum geht nicht mehr. Den Link zu den Produkten setze ich euch natürlich wie immer in die Infobox. Dann würde ich sagen, frohes Händewaschen, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!